Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich ausdrücklich den Wünschen des Bundestagspräsidenten anschließen und Ihnen, Frau Ministerin, herzlich im Namen meiner Fraktion zu Ihrem Geburtstag gratulieren. Als kleines Geburtstagsgeschenk haben wir Ihnen einen schönen Antrag mitgebracht der Koalitionsfraktionen, der Sie auf Ihrem Weg unterstützen soll, in Europa für höchste Sicherheitsstandards bei den Kernkraftwerken zu werben. Also, alles Gute für Ihre Zukunft. Fukushima und Tschernobyl sind Synonyme für zwei folgenschwere nukleare Unglücke geworden. Mit dem Antrag der Koalitionsfraktionen möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Erinnerung an beide Katastrophen wachgehalten wird. Wir gedenken der Opfer und trauern mit den Angehörigen. Wir verneigen uns in Dankbarkeit und Respekt vor den vielen Helfern, die unmittelbar nach den Katastrophen beherzt eingegriffen und noch größeren Schaden vermieden haben. Viele von Ihnen haben diesen Einsatz mit ihrem Leben bezahlt. Auch wenn die Einschätzung über die Höhe, über die Anzahl der Folgetoten auseinandergeht, glaube ich, sind wir uns alle einig, jedes einzelne Opfer war eines zu viel. Es steht außer Frage, dass wir Japan und auch die Ukraine bei der Beseitigung der Folgen weiterhin unterstützen. Insbesondere in der Ukraine wollen wir bei der Bewältigung der medizinischen und sozialen Spätfolgen helfen. Für den Bau des neuen Sarkophags, die Ministerin hat es gerade angesprochen, der ab Ende 2017 die Umgebung vor weiterer Strahlung schützen soll, steuert Deutschland alleine über 300 Millionen Euro bei. Diese Unfälle mahnen uns auch weiterhin zu höchster Sorgfalt und Vorsicht im Umgang mit dieser Technologie. Wir müssen alles dafür tun, damit sich etwas Vergleichbares nicht wiederholt. Dabei gehen wir nicht von der Unfehlbarkeit des Menschen aus, sondern legen Sicherheitssysteme so aus und erwarten das auch, dass sie auf Fehler angemessen reagieren. In Deutschland leisten wir unseren Beitrag dazu, indem wir über höchste Sicherheitsstandards verfügen, indem wir eine Forschung und eine Entwicklung auf internationalem Spitzenniveau haben und indem wir einen offenen Umgang mit Fehlern praktizieren. Seit Inbetriebnahme des ersten Reaktors in München im Jahr 1957 gab es keine schwerwiegenden nuklearen Vorfälle in kerntechnischen Anlagen in Deutschland. Deswegen möchte ich einen großen Dank an die Betriebsmannschaften der deutschen Kernkraftwerke aussprechen. Auch sie haben gute Arbeit geleistet. Das muss an dieser Stelle auch einmal gesagt werden. Rückblickend können wir ohne Schaum vor dem Mund feststellen, dass die Nutzung der Kernenergie einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik geleistet hat. Wir haben in dieser Zeit etliche Kompetenzen erworben, so im Betrieb von Kernkraftwerken, in der Erarbeitung von Sicherheitskonzepten und auch in der Erkundung. Das Fachwissen dieser Betriebsmannschaften ist auch in Zukunft unabdingbar. Wir sollten nicht heute leichtfertig die Belegschaft in Gorleben entlassen und möglicherweise in 5 Jahren, wenn wir mit der Erkundung beginnen, feststellen, dass wir das nötige bergmännische Know-how in unserem Land nicht mehr haben. Wir sollten hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, weitsichtig handeln. Gerade als Folge unseres Ausstieges wird das Thema Kompetenz für den sicheren Rückbau von Kernkraftwerken immer wichtiger. Diesen bereits vorhandenen Sachverstand an den Standorten müssen wir bewahren und sollten ihn nicht schlecht reden. Dazu müssen wir gerade bei jungen Menschen für das Zukunftsfeld Rückbau Werbung machen. Wer sich einmal angesehen hat, wie ein Ringwasserbehälter mit Diamantseilsägen zerlegt wird, die extra zu diesem Zweck von der Betriebsmannschaft und den Ingenieuren konstruiert wurde, der bekommt Lust darauf, bei dieser technisch anspruchsvollen Aufgabe mitzumachen. Hier hat Deutschland eine Vorreiterrolle. Und wir werden sie nur halten können, wenn wir weiterhin über ausreichend qualifiziertes Personal verfügen. Dazu brauchen wir auch weiterhin eine Offenheit gegenüber neuen Technologien. Wir brauchen auch weiterhin eine Forschungslandschaft, die sich nicht an Ideologie, sondern am Einfallsreichtum zukunftsbegeisterter Menschen orientiert. Wir brauchen eine Freiheit im Denken, denn eine Einschränkung dieser Freiheit bedeutet, dass wir uns möglicher Zukunftschancen berauben. Mir scheint, dass der Gedenktag zu Tschernobyl von interessierter Seite genutzt wird, um Ängste zu schüren. Dabei gerät die Wahrheit häufig unter die Räder. Anhand einiger kurzer Beispiele möchte ich das eben illustrieren. Grund Remmingen ist das eine. Die Behauptung ist, es gab einen Cyberangriff auf die in Betrieb befindlichen Reaktoren. Richtig ist, es handelt sich um einen Rechner ohne Internetzugang.
der nicht mit den Betriebs- und Sicherheitssystemen der Anlage verbunden ist. Der eigentliche Schutz der Reaktoren findet eben analog statt. Die Anlage war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Das zweite Beispiel, das Kernkraftwerk Fessenheim. Anfang März dieses Jahres erschien ein Bericht, demzufolge, ich zitiere, einer der dramatischsten AKW-Unfälle in Westeuropa vorgefallen sei. Richtig ist, selbst die grün geführte Landesregierung in Baden-Württemberg hat schon 2014 bestätigt, dass der Vorfall ordnungsgemäß gemeldet, die richtigen Maßnahmen eingeleitet und die notwendigen Informationen veröffentlicht wurden. Ich stelle fest, es war eine Falschmeldung. Und komme nun zum Lieblingsbeispiel der letzten Wochen, das Forschungszentrum Jülich. Ein Redaktionsnetzwerk meldete, Terroristen hätten Unterlagen über das Forschungszentrum Jülich gesammelt. Der Präsident des Verfassungsschutzes habe Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums über mögliche Anschlagspläne informiert. Richtig ist, weder hat der Verfassungsschutz Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums über solche Vorgänge informiert, noch hatte Bundes- oder Landesinnenministerium Kenntnis über solche Vorgänge. Diese Meldung ist frei erfunden. Sie können in Deutschland alles behaupten. Solange es um Kernkraft geht, können Sie davon ausgehen, dass jede Meldung ungeprüft übernommen und verteilt wird, sofern es sich um die Risiken der Kernkraft handelt. Ein solches Vorgehen ist unzulässig und hat mit seriösem Journalismus nichts zu tun. Ich will noch kurz auf ein Lieblingsthema der Opposition eingehen, den Euratom-Vertrag. Auch wenn Sie es nicht gerne hören, gerade der so häufig kritisierte Euratom-Vertrag leistet vor allem durch die Richtlinie über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen einen wesentlichen Beitrag zu den von Ihnen geforderten höheren Sicherheitsstandards in Europa. Ziel ist es, die nukleare Sicherheit in Europa aufrechtzuerhalten und in allen Ländern zu verbessern. Ich denke, dieses in der Richtlinie verankerte Ziel entspricht genau unseren Interessen. Schon deshalb wäre es kontraproduktiv, den Euratom-Vertrag zu kündigen, unabhängig davon, dass wir dann auch sämtliche Mitspracherechte in internationalen Gremien verlieren. Wenn wir über Sicherheit sprechen, dann gilt das eben nicht nur für den Betrieb von nuklearen Anlagen, sondern insbesondere auch für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Hier laufen derzeit zwei Prozesse, die mich hoffen lassen, dass das Jahr 2016 als das Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird, in dem die noch offenen Fragen der Finanzierung des Kernenergieausstiegs auf der einen Seite und der Frage der Standortsuche auf der anderen Seite gelöst wurden. Die Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs hat in dieser Woche erste Ergebnisse zur Finanzierung der Endlagersuche vorgestellt, die man durchaus als historisch bezeichnen kann. Ich danke allen Beteiligten und gratuliere zu dem Ergebnis, das eben genau dem Verursacherprinzip entspricht und das deutlich macht, dass wir natürlich auch einen Risikoaufschlag nehmen auf all die Dinge, auf all die Rückstellungen, die da jetzt schon gebildet worden sind. Es ist jetzt an der Endlagerkommission, den letzten großen Meilenstein zu bewältigen. Und ich bin durchaus auch optimistisch, dass wir das schaffen werden. Wir tagen nun seit 2 Jahren in intensiven Gesprächen, haben auf einem guten Weg des Vertrauens zusammengefunden. Und dieser Grundkonsens, der uns alle einigt, war, wir wollen einen Neustart der Endlagersuche auf Basis der weißen Landkarte. Das bedeutet für uns, das bedeutet für die CDU-CSU-Fraktion, dass alle Standorte gleich behandelt werden. Gorleben muss wie jeder andere Standort auch, sich an den wissenschaftlichen Kriterien messen lassen und kann nicht aufgrund von politischen Vorfestlegungen vorsorglich aus dem Verfahren nehmen. Damit würden wir genau die Kritik bestätigen, die im Vorhinein an Gorleben gemacht wurde. Wir können nicht alle Bundesländer für ein Verfahren der Endlagersuche öffnen und ein einziges Bundesland ausschließen. Das entspricht nicht dem Prinzip der weißen Landkarte, meine Damen und Herren. Das ist mit der CDU-CSU-Fraktion auch nicht zu machen. Vielen Dank. Die Kollegin Kotting-Uhl erhält nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.